Endlich ist es soweit, die Sims 4 an die Uni wurde jetzt offiziell vorgestellt, dessen Trailer ich in diesem Video für euch analysieren möchte. Der Trailer startet am Anfang mit einer Übersicht des ersten neuen Campus in die Sims 4, bei dem es sich hier wohl um das eher traditionelle Brightchester handelt. Im Hintergrund kann man diese neuen Fähnchen erkennen. Was mir hier aber direkt etwas Angst macht, sind die nicht transparenten Fenster an den Uni-Gebäuden. Meistens deutet dies darauf hin, dass man die Gebäude nicht betreten kann, worüber man aktuell aber nur spekulieren kann. Ebenfalls kann man hier ganz klein ein ebenfalls neues Gebäude erkennen, an dem die Sims etwas für den Campus kaufen können. In der nächsten Szene kann man die neuen Sims in tollen neuen Klamotten erkennen. Auch diese neuen dekorativen Blumentöpfe sehen klasse aus. Vorne kann man einen neuen Campingstuhl erkennen. Weiter zeigt diese Szene das neue Fußballspielen in Foxbury. Vielleicht findet hier hinten markiert mit den Fähnchen ja ein Turnier statt. Dieser Sim benutzt direkt die neuen Fahrräder, aber auch wenn der neue Plumbot im Hintergrund cool aussieht, machen mir auch diese Fenster etwas Angst. So wie es scheint, wird auch dieses Haus nicht betretbar sein. Eine schöne neue Einsicht bekommt man auch in dieser Szene. Diese Region erinnert mich ein wenig an Windenburg. Kam vorher schon so viel Rauch aus den Schornsteinen der Hintergrundhäuser? Das Drachenkostüm ist wohl nicht nur Deko, sondern kann auch Feuer speien. In einem Gebäude finden scheinbar auch Vorlesungen statt. Ob dieses Redepult hier wie in Großstadtleben funktionieren wird? Wenn man ganz genau hinschaut, erkennt man aber, dass diese Szene extra für den Trailer gemacht wurde und wohl nicht im Pack auftauchen wird. Die Sims-Dame im Hintergrund hantiert ebenfalls mit neuen Drohnen herum. So wie es aussieht, ist Foxbury der Platz für das Studium der Plumbots, wie man in der nächsten Szene eindrucksvoll erkennen kann. Erstaunlich, dass wir mit dieser Erweiterung die Plumbots aus The Sims 3 Into the Future zurückbekommen, dem es in diesem Trailer aber nicht sonderlich gut geht. Endlich bekommen wir auch wieder getrennte Toilettenkabinen zurück ins Spiel, die besonders auch für öffentliche Plätze etwas gefehlt haben. In dieser Szene zeigt sich die neue Tischtennisplatte, endlich wieder ein paar neue Aktivitäten für die Sims. Habt ihr den Schläger bemerkt, der hier einfach auf dem Tisch herumliegt? Wow, hier gefällt mir besonders die coole Wanddekoration. Ein großes, aber im Spiel sehr kleines Detail ist das hier. Scheinbar haben die Entwickler endlich Piercings als Accessoires für die Sims hinzugefügt. Vielleicht ist diese Stelle ein wenig eine optische Täuschung, allerdings scheint die Brücke hier im Hintergrund wirklich sehr steil nach oben zu verlaufen. Ganz versteckt zwischen den vielen Sims lässt sich hier eine schwebende Stereoanlage erkennen und der Sim im Hintergrund ist ebenfalls interessant gekleidet. Hier sind die Sims wohl zum Lernen verabredet, was in der nächsten Szene direkt vom Safttrinken überschattet wird. In dieser Szene ist für mich neben der neuen Präsentationstafel auch der neue Mini-Kühlschrank besonders auffällig. Diese Sims vergnügen sich wohl in einer abgetrennten Duschkabine, die Theken rechts scheinen wohl auch neu zu sein. Sehr witzig und gut gefallen tun mir diese neuen Interaktionen, mit der man die Skulptur in Klopapier einwickeln kann. Am Ende feiern die Sims ihren Abschluss und spielen nochmal eine Runde Saftpong. Damit wären wir auch am Ende des Trailers angekommen. Die Sims 4 an die Uni erscheint am 15. November für PC und Mac und am 17. Dezember für die Konsolen. Als letztes möchte ich euch noch diesen Screenshot zeigen, auf dem man ebenfalls einen interessanten Roboterarm erkennen kann. Ob dieser wohl auch eine Funktion haben wird? Wie fallen eure ersten Eindrücke zum Pack aus? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Also dann, bis zum nächsten Video.